Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für die 44. Kalenderwoche, der Woche, die am 30. Oktober beginnt und bis zum 5. November geht. Wir haben in dieser Zeit abnehmenden Mond. Und es könnte daher eine etwas ruhigere Woche werden. Es ist auch die erste Woche im November und wir haben Feiertage, ne? Oder einen Feiertag, je nach Bundesland, der Dienstag oder Mittwoch. Ja, liebe Waage, wir schauen mal, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche einhergeht. Dann brauchen wir noch Karten vom Crowley Tarot. Und eine Karte von der Mondenergie. Okay, liebe Waage, ich bin schon sehr gespannt, wie deine Woche werden wird. Und hier geht es um die Liebe, ne? Um die Harmonie, um die Verbindungen. Die Liebenden, die sprechen, es ist eine Energie der Liebe, der Harmonie, ne? Es wird dir sehr leicht fallen, liebe Waage, in dieser Woche Verbindungen aufzubauen, Brücken zu schlagen, Menschen zusammenzubringen und für ein freundliches und harmonisches Klima zu sorgen. Natürlich ist es auch sehr gut möglich, dass du die Verbindung zu einem ganz besonderen Menschen sehr vertiefen wirst, dass du vielleicht auch für diesen Menschen eine wichtige Entscheidung triffst, von der du vom Herzen her voll überzeugt bist. Oder auch eine versöhnende Situation könnte in dieser Karte widergespiegelt sein, ne? Dass man auf jeden Fall mehr auf die Verbindungen setzt, den Verbindungen in seiner Umgebung mehr Aufmerksamkeit schenkt. Ja, und dadurch auch ein sehr angekommenes Gefühl bei sich selber verspürt, ne? Mit sich selber auch in Einklang geht und in Harmonie. Wir schauen mal, auf welche weiteren Hinweise wir hier bekommen. Ach, das ist auch interessant, ne? Diese Karte hier, diese vier Stäbe stehen genauso für Harmonie und Verbindung. Und zwar auch gerade in Bezug auf mehrere Menschen und gerade insofern, dass man gut zusammenarbeiten kann, ne? Dass man gut zusammen etwas Praktisches oder eine Aktivität umsetzen kann, ne? Und du kannst dich hier voll und ganz darauf verlassen, dass alle an einen Strang ziehen, ne? Dass man hier gemeinsame Ziele verfolgt und sich in seiner Vorgehensweise, in der Art und Weise, wie man die Dinge angeht, sehr wertvoll ergänzt und somit ein gutes Team ist. Also falls du hier konkrete Pläne dir die Woche gemacht hast, kannst du dich darauf verlassen, dass alles reibungslos funktioniert und dass die Menschen, die daran beteiligt sind, dich unterstützen, dass du so gesehen auch Rückenwind bekommst und dir deine Aufgaben, deine Vorhaben leichter fallen als sonst. Es ist einfach eine runde Sache hier, ne? Und vertieft natürlich auch die Verbindung zu den Menschen, mit denen man hier zusammenarbeitet, ne? Gegenseitiger Respekt, gegenseitige Wertschätzung kann sich hier nochmal, ja, verfestigen und stärker zeigen. Und in der Tat bringt dir diese Situation persönlich sehr, sehr viel. Ich sehe hier einen möglichen Geldgewinn oder ein Geschenk, welches sich aus dieser Situation womöglich entwickeln wird, ne? Also irgendwas kommt dir noch zusätzlich zugute, zu deinen Vorhaben, etwas, womit du nicht rechnest, was womöglich mit etwas Finanziellem zu tun hat. Ein Bonus, eine Gehaltserhöhung, ein überraschendes Geldgeschenk kann auch manchmal ein wichtiger Geschäftskontakt sein, ein neuer Geschäftskontakt oder eine neue Möglichkeit, um dir mehr Geld zu beschaffen, um neue Geldquellen zu generieren. Also das kommt dir definitiv zugute, dir und deinen Vorhaben. Also eine sehr gute Woche, ne? In der letzten Zeit hattest du auch eine schöne Zeit und vielleicht hast du sogar Urlaub gemacht oder hattest irgendwie ein paar Tage frei oder
Auf jeden Fall hast du ein bisschen frei gemacht, ne? Hast das Leben so ein bisschen entspannter und lockerer angehen lassen, warst auch recht zufrieden in dieser Energie, warst zufrieden mit, ja, mit deinem Leben, mit deinen Ergebnissen, mit der Liebe auch in deinem Leben, ne? Und hast dich da so ein bisschen fallen lassen, ein bisschen gehen lassen. Vielleicht hat es dir in dieser Zeit auch so ein bisschen an Antrieb und Motivation gemangelt, aber das hast du mehr genossen, als dass es sich das irgendwie schwer für dich angefühlt hat. Und jetzt, diese Woche wird tatkräftiger, ne? Ja, deutlich. Du hast hier sehr viel Motivation, du hast sehr viel Antrieb. Auch hohe Ideale, ne? Also du möchtest das, was du hier geplant hast, auch wirklich richtig gut machen und bist zuversichtlich, dass dir das auch gelingen wird, ne? Aber du hast hier ganz eine sehr positive Einstellung dazu, ne? Und hast das Gefühl, dass du im positiven Sinne viel dazu beitragen kannst, dass das Ergebnis hier oder der Verlauf sich gut entwickelt. In manchen Fällen, ne? Also diese Karte macht überaus glücklich, ne? Macht dich überaus glücklich. Es ist eine Ambition, die auch sehr leichtherzig daherkommt, ne? In manchen Fällen, wenn es hier auch um etwas Romantisches geht, um eine romantische Beziehung, könntest du auch verliebt sein oder dich wieder verlieben. Zumindest auf jeden Fall auch in das Leben verlieben. Ne? Also Frühlingsgefühle zeigen sich in dieser Karte. Es ist eine schöne, belebende Kraft, die sich bei dir bemerkbar macht und das wird dir auch ganz bewusst auffallen. In dein Herzen eine Prinzessin der Schwerter. Und diese Prinzessin der Schwerter ist eine Person im Luftzeichen, ne? Es könnte sich hier um Zwilling, eine andere Waage oder Wassermann handeln oder eine Person, die womöglich unabhängig von ihren oder seinen Sternzeichen ein Luftzeichen ist, von deiner Luftenergie inspiriert ist, ne? Das wollte ich sagen. Es könnte auch eine Wesensfacette von dir sein, ne? Die Prinzessin der Schwerter, die ja, auch von dir ausgelebt werden möchte, vielleicht wieder ausgelebt werden, denn die Prinzessin der Schwerter bringt mehr so eine jugendliche Energie mit, ne? Kann sich auch auf eine männliche Person beziehen, bringt halt viel jugendliche Energie mit. Und vielleicht sind hier auch so deine jugendlichen Wesensanteile mit gemeint, die du bald auch wieder mehr ausleben kannst. Falls diese Karte auf eine andere Person in dein Leben verweist, dann erkenne ich durch die Positionierung, dass ihr beide sehr stark miteinander verbunden seid, ne? Dann könnte man hier tatsächlich, wenn man so möchte, auch von einer Seelenverbindung sprechen. Auf jeden Fall, ja, ist diese Person so stark mit dir verbunden, dass auch wenn diese Person vielleicht physisch nicht so präsent ist in dieser Woche vielleicht, trotzdem einen so wichtigen Teil in dein Leben einnimmt, dass ihr einfach auch da über die physische Präsenz hinaus miteinander verbunden seid, ne? Wir schauen uns mal die Prinzessin der Schwerter an. Was denkt diese Person? Ja, hier zeigt sie eine Prinzessin der Schwerter, ein Prinz der Kelche. Ne? In der Kombination könnte das hier sehr gut Waage sein. Ne? Dann könnte diese Person an dich denken. Ne? Fische wäre auch möglich. Vielleicht ist einer von euch mehr die Wasserperson, die andere oder der andere die Luftperson. Das kann auch unabhängig vom Sternzeichen sein. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass man entweder gemeinsame neue Ziele verfolgt, ja und oder, ne, dass hier neue Leidenschaft sich gerade zwischen euch entfacht, ne, und die Leidenschaft sich mobilisiert, ne, die Anziehungskräfte stärker werden und dass es zu einer Neu- oder Wiederbelebung eurer Verbindung dadurch kommen kann, ne. Vielleicht hat dir einer von euch kürzlich so ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen, irgendwie so ein bisschen sich zurückgezogen aus der Verbindung,
Aber nur kurzweilig, um auch irgendwie einen neuen Anfang zu finden. Es könnte hier wirklich zu einer Wiederbegegnung kommen, ne? Vielleicht wird die jetzt auch gerade erst vorbereitet. Vielleicht kommt die dann auch erst später. Es hängt je nach Situation ab. Aber hier sehe ich, dass einer von euch beiden vielleicht den anderen vorübergehend oder vielleicht auch, sollte das auch dauerhaft sein, wirklich verlassen hat oder eine Situation verlassen hat, um den eigenen Weg zu gehen. Aber dass jetzt gerade auch irgendwas Neues passiert, vielleicht auch gerade weil dieser Mensch diesen Weg gegangen ist, wodurch sich euer Verhältnis irgendwie neu wiederbelebt oder wiederbeleben lässt. Diese Phase des Rückzugs hat bei den anderen Menschen wohl auch einiges bewirkt. Und womöglich, ja, sieht dieser Mensch jetzt das ein oder andere aus einer anderen Perspektive. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Das ist noch ein bisschen unklar, aber interessant auf jeden Fall. Ah ja, die Prinzessin der Kelche. Jetzt haben wir ja diese Erklärung, ne? Hier gibt es wirklich entweder eine andere Wasserperson oder eben diese Luft-Wasser-Verbindung, wo bei der einer von euch das Wasser ist und der andere Luft, ne? Wasser sind Gefühle, Luft sind Gedanken. Ihr könntet auch beide ein Luftzeichen sein. Ihr könntet auch ganz, also dein Gegenüber könnte auch ein ganz anderes Sternzeichen haben und einfach dir gegenüber die emotionale Seite zeigen oder du zeigst diesem Menschen diese Seite. Ne? Auf jeden Fall sehe ich hier, dass du diesem Menschen begegnen wirst im Laufe der Woche. Ne? Ihr trefft euch. Vielleicht durch einen Zufall, dann wäre diese Karte sehr wirksam. Vielleicht, ja, habt ihr aber auch bereits schon gemeinsame Pläne, ne? Vielleicht auch in einem Freundeskreis, vielleicht auch in einen größeren Zusammenhang. Tja, du wirst feststellen bei dieser Begegnung, dass sich irgendetwas verändert hat zwischen euch, ne? Im positiven Sinne definitiv. Also, was denkt die Prinzessin der Kelche? Ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das zwei unterschiedliche Personen sind. So muss ich sagen, liebe Waage, glaube ich schon eher, dass du selbst diese Prinzessin der Schwerter bist, ne? Und dass du es mit einem Wasserzeichen zu tun hast. Fische, Krebs, Skorpion könnte das sein. Oder dass eben dein Gegenüber eher die Wasserperson ist. Aber natürlich, die Rollen, habe ich ja schon mehrmals gesagt, könnten vertauscht sein. Dieser Mensch auf jeden Fall. Also. Diese Prinzessin-Kelche ist tendenziell mehr die Person, die wahrscheinlich verlassen wurde, ne, oder so ähnlich zurückgelassen wurde in irgendeiner Form und angesichts eurer Begegnung nicht daran glaubt, dass das nochmal was wird. Also da ist diese Person auf jeden Fall eher skeptisch und glaubt nicht daran. Aber diese Luftperson sieht das ganz anders, ne? Also, da wird es anfangen bei der Luftperson und, ne, die Leidenschaft wird wieder aufflammen. Die Leidenschaft wird definitiv wieder aufflammen. Und vielleicht ist die Prinzessin der Schwerter genauso überrascht darüber wie die Prinzessin der Kelche, ne? Wie stark und intensiv diese Leidenschaft dann auch zwischen diesen beiden Menschen sein kann, sein wird. Natürlich, ich rede hier viel von der körperlichen Anziehungskraft, von Sexualität, aber natürlich das Verhältnis könnte auch anders anders sein einfach, ne? Wenn es hier um etwas Berufliches geht, geht es hier um den Ehrgeiz, ne? Und dass man hier zusammen an neuen Zielen mit voller Begeisterung arbeitet, ne? Oder es könnte halt auch ein privates Projekt sein. Es kann halt einfach auch der starke Wunsch nach einer bestimmten Aktivität sein, ne? Bei der Lust denke ich auch viel immer an Tanzen, ne? Das vereinigt auch immer so viele Dinge.
die hier widergespiegelt sind, ne? Dass man halt einfach auch sehr viel Freude an dem empfindet, was man hier tut und was man ja an den Gefühlen, die man auch ausleben kann dann. Also, ja, sehr interessante Situation ist das auf jeden Fall. Und es wird dich auf jeden Fall voll und ganz packen, ne? Du wirst hier voll begeistert sein und die andere Person ebenfalls. Und du vertraust dieser Entwicklung. Du zeigst auch viel Hingabe, ne? Du lässt dich auch fallen und machst dir weniger Sorgen, weniger Gedanken um den Verlauf und konzentrierst dich mehr auf den Moment, auf das Hier und Jetzt. Und gehst so ein bisschen mit offenen Augen und offenen Herzen an die Sache ran und ein bisschen ergebnisoffen, ne? Im Vertrauen darin, dass am Ende alles gut wird. Und diese Karte bestätigt dich darin, dass es gut für dich ist, die Sache so anzupacken, ne? Deine Intuition, deine Ahnung wird sehr stark sein. Und wenn du irgendwie das Gefühl von Unstimmigkeit hast, solltest du das genauso ernst nehmen, ne? Denn deine Ahnungen, deine empathischen Fähigkeiten sind auch durch die Liebenden sehr, sehr geschärft, ne? Also irgendwas wird sich sehr stark für dich verändern in deinem sozialen Umfeld, in deiner Partnerschaft, in deiner Liebe, in deinem Team, auf der Arbeit, in einem von diesen Bereichen, in dem diese Prinzessin auch wirksam ist, ne? Es hat mit dieser Prinzessin der Schwerter zu tun. Eine Transformation, ein Wandel deinerseits sieht man hier deutlich, ne? Dass sich deine Einstellung ändern könnte, dass du eine Situation verlässt und zu einer anderen kommst, die sich lebendiger und intensiver anfühlen wird und auch neue Energie freisetzen wird, ne? Und da sehe ich natürlich, dass das auch irgendwas mit mindestens einer weiteren Person zu tun hat, dass es irgendwie in Zusammenhang mit deinem sozialen Umfeld stattfindet, diese Transformation. Ja, ein bisschen ein Wermutstropfen gibt es hier schon, denn diese Veränderung ist dir auch manchmal dann nicht so ganz geheuer und du machst dir so ein bisschen Sorgen, den vergangenen Zustand wirklich loszulassen, dich davon zu lösen und dich auf das Neue voll und ganz einzulassen. Ja, es ist manchmal einfach nicht leicht loszulassen, ne? Und Verlustängste sieht man hier schon bei dir, ne? Scheinbar, ne? Ich meine, sieht man ja auch hier, die Vergangenheit war jetzt auch nicht schlecht, ne? Und es ist manchmal sehr viel schwieriger einzusehen, dass etwas, was mal sehr, sehr gut war, nicht mehr so funktioniert, wie es mal war. Aber die einzig wirklich zuverlässige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und da passiert etwas Wertvolles Neues, was einfach deine Aufmerksamkeit auch verdient hat, ne? Und je bereitwilliger man sich dem Neuen öffnet, ist es so beim Tod, desto intensiver zeigt es sich auch, ne? Desto schneller ist diese Phase auch vorbei, der Verlustangst, weil man dann natürlich spürt, dass die neue Situation auch sicher und stabil ist. Ja, letztendlich wirst du den Mut haben, um diesen Weg zu gehen. Ja, ich sehe hier den Wunsch auch bei dir, dann Mut ab einem gewissen Punkt, mutig voranzugehen. Entweder auf diese Prinzessin zu und ihr zum Beispiel mehr über die eigene Gefühlswelt zu gestehen, vielleicht hier auch vielleicht einen Fehler zuzugeben bei einer versunkenen Situation oder ein Gefühl zuzugeben, wo man wütend war oder irgendetwas ja, zu gestehen. Die Gefühle zu gestehen natürlich auch im allgemeinen Sinne. Wenn es hier um eine berufliche Situation geht, ja, dann kann es halt auch sein, dass du zum Ende der Woche entschließen wirst, hier mutig voranzugehen und ja, irgendwie auch so eine führende Rolle in dieser Situation einzunehmen, ne? Und hier irgendwie, ja, voranzugehen, mutig voranzugehen. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Meditiere und denke nach. Das ist halt hier, sind die Einsichten von der Hohepriesterin. Und du wirst ja sehr, sehr tatkräftig sein. Ich sehe hier sehr viel Dynamik.
Da könnte das halt schon auch sinnvoll für dich sein, in dieser turbulenten Energie auch innezuhalten und zu überlegen, was, ja, einfach kurz mal anzukommen, ne? Scheint doch hier ein wichtiger Hinweis zu sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine interessante Woche, liebe Waage. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, gutes Vorankommen, viele positive Erfahrungen und schöne, wertvolle Verbindungen in dein Leben. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.